Hallo und herzlich willkommen zum Foscus Jeopardy 2022. Ich hoffe, ihr seid also gut drauf wie wir. Wir haben ja gerade schon eine halbe Stunde mit den Kandidatinnen und Kandidaten gequatscht und haben voll Bock loszulegen. Ich bin der Hannes. Ja, ich bin Dominik und ich freue mich, dass ich heute den Co-Moderator von Hannes geben darf, der das so hervorragend organisiert hat hier. Foscus Jeopardy, ja, seit letztem Jahr quasi fester Bestandteil der Foscus-Konferenz. Nicht mehr wegzudenken aus dem Programm. Es gibt dieses Jahr wieder tolle Preise zu gewinnen. Buchgutscheine von O'Reilly, T-Shirts vom Foscus e.V., von der Konferenz und natürlich auch mal wieder etwas von Lego. Dank der Wear Group ein Lego Globus. Ich durfte letztes Jahr die Lego Weltkarte gewinnen. Und ich sag euch, es lohnt sich. Der Lego Globus ist mit Sicherheit genauso gut. Und auch von einem Hauptsponsor der Foscus-Konferenz gibt es noch einen wunderschönen Rucksack mit Schweizer Taschenmesser von Camp to Camp. Von daher, es lohnt sich mitzumachen. Es lohnt sich auch zuzusehen, denn wir werden mit Sicherheit jede Menge Spaß haben. Da bin ich mir sicher. Wir hatten die halbe Stunde schon Spaß und jetzt nehmen wir euch einfach mit. Genau. Damit ihr noch mehr Spaß habt. Jetzt hast du schon die Preise vorgestellt, wo die Preise noch gar nicht zu sehen waren. Das ist voll fies, weil Dominik sieht nicht, was ich sehe. Das macht nichts. Aber deswegen bist du auch nur Co-Moderator und nicht Moderator, Dominik. Genau. Wir werden gleich mal kurz die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen, oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und danach gucken wir nochmal auch visuell auf die Preise, die natürlich auch ganz toll aussehen. Ihr seht schon Gewinner-T-Shirts hier. Also wir sind die coolen Gedal-T-Shirt-Menschen. Letztes Jahr gab es die ja unter anderem. Genau, ich würde sagen, wir gucken mal kurz, wer denn alles heute mitspielen wird. So, und da ploppen auf der Axel, die Barbara, der Hannes, Hannes 2 oder Hannes 1 und die, oh, Mist. Melanie. Melanie, ich will immer Manuela sagen, verdammt, sorry. Hannes ging gerade noch so. Genau, wir haben vier tapfere Kandidatinnen und Kandidaten, die sich heute hier aufs Übelste blamieren möchten oder beweisen wollen, dass auch nach 6 Uhr noch hier Arbeitserfahrung geteilt werden kann, ihre Expertise aus ihrem Beruf. Ja, würde mal sagen, Axel, du bist heute hier, du willst heute gewinnen. Wie machst du das? Was hast du vor? Ich habe ja schon immer viele Fragen gestellt und ihr gebt mir ja schon die richtigen Antworten. Was soll da noch schiefgehen? Wow. Barbara, was meinst du? Wie kannst du heute Abend hier das Brett leer räumen? Ich bin nicht alleine. Ich habe Hilfe von der Maus. Und frag mal doch die Maus. Das ist doch das tolle Motto, oder? Sehr schön. Ich glaube, die hat Dominik auch bei sich. Dann könnt ihr irgendwie heimlich cheaten. Hannes, dein Name ist schon super. Wie ist mit deinem Wissen bestellt? Schaffst du es heute Abend hier zu gewinnen? Auf jeden Fall. Seitdem ich weiß, dass es den Lego-Globus zu gewinnen gibt, weiß ich, ich möchte die Welt auf jeden Fall mal in meinen eigenen Händen halten. Und ja, ich bin hochmotiviert. Ich glaube, der ist ganz schön schwer. Könnte schwierig werden. Aber es ist auch schon Vorgriff auf eine Frage nachher. Du bist vielleicht da schon der richtige Kandidat. Das werden wir mal sehen. Melanie, Jeopardy. Wie machst du Jeopardy zur Party? Ja, mein Kontext war eigentlich auch der Globus, weil ihr seht hier, mein Büro sieht extrem langweilig aus. Das ist doch wohl die größte Motivation, hier heute zu gewinnen und das Game abzuräumen. Sehr schön. Der kann bestimmt auch von der Decke baumeln. Ich denke mal, der ist relativ stabil. Ja, schön mit euch zu spielen. Das wird bestimmt super witzig heute. Schöne Grüße von Charlie, Co-Moderatorin letztes Jahr. Die ist gerade in Indien unterwegs und das Netz ist dann halt doch ein bisschen nicht so gut wie hier. Deswegen ist Dominik heute der tapfere Mitstreiter und wird hier tatkräftig unterstützen. Du hast alles in der Hand eigentlich, Dominik. Also ohne dich läuft nichts heute hier. Na, so würde ich das nicht sehen. Aber ich glaube, Charlie guckt uns vielleicht dann nochmal zu und kontrolliert mich dann, gibt mir dann eine Note danach. Und dann muss ich mich nur anstrengen, dass ich mich auch gut mache. Also nächstes Jahr wird einer von beiden wahrscheinlich wieder Jeopardy mitmachen. Dann wisst ihr, wer besser war. Ja, oder die beiden machen es ohne mich. Wir mobben dich einfach raus und machen das ohne dich. Klar, auch kein Problem. Ganz einfach. So, dann mache ich die Preise nochmal an. Du hast sie eben ja schon so schön vorgestellt. Willst du es nochmal machen? Kann ich natürlich sehr gerne tun. Also, wie ihr alle wisst, natürlich dieser... Und ich zeige dann auch die Dinge, warte hier. Dieser hervorragende Lego-Globus. Ich würde sagen, mit der Hauptgewinn. Dann ein hervorragender Rucksack. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist der auch wasserdicht. Inklusive Schweizer Taschenmesser. Dann... ein Buchgutschein, also jeder Teilnehmer bekommt auf jeden Fall einen O'Reilly-Buchgutschein. Und falls Fragen von unseren vier TeilnehmerInnen nicht gelöst werden können,
werden wir Buchgutscheine an die Zuschauer verlosen. Also immer schön aufpassen und mitmachen. Das ist unglaublich schön. Und dann gibt es noch schöne Vosges-T-Shirts zu gewinnen. Genau. Genau, danke. Da wurde geholfen. Ja, tolle Preise. Vielen, vielen Dank an die Sponsorinnen und Sponsoren. Danke an Katja auch fürs Einwerben der Preise. Das ist super gelaufen dieses Jahr. Gut, damit ist eigentlich alles gesagt. Und damit gucken wir mal aufs heutige Spielbrett. Oh, wir haben noch einen Buzzer offen. Du kannst einmal auf... Ach nee, lass einfach offen, so wie er ist. Den eben schon mal getestet. Jeopardy. Es wird irgendwas gezeigt und es wird die Frage dazu gesucht. Das heißt, man sieht irgendwie ein Bildchen oder sieht irgendeinen Text oder eine Zahl vielleicht oder irgendwelchen komischen Programmcode-Zeugs, Textgedöns. Und die Aufgabe der Kandidatinnen und Kandidaten ist dann zu fragen, wie... Können wir es mal durchspielen, Hannes? Wir können es mal durchspielen. Hast du eine Frage vorbereitet? Eine Antwort vorbereitet? Ja, ich habe eine im Kopf. Wow. Schaffe ich die? Mach. Ja, nein, also es ist keine Frage. Wäre zum Beispiel Logos 100, und wenn wir uns jetzt vorstellen, unter Logos 100 sehen wir das Map-Server-Logo, dann müsste man sagen, Hannes, was müsste man dann sagen? Erstmal müsste man buzzern. Ich drücke Buzzer. Genau, also ich würde fragen, was ist das Logo von Map-Server? Richtig, Hannes, gut, dass du auch gebuzzert hast. Yes, yes, super. Da du als Erster gebuzzert hast, durftest du jetzt die Antwort geben. Genau, dann würde ich 100 Punkte kriegen. Oder wenn es falsch war, eben minus 100 Punkte. Das heißt, es wird meistens, naja, alle Leute werden in den Pluspunkten landen. Genau. Minuspunkte sind auch gut. Wenn man im negativen Bereich ist, spielt das keine Rolle. Es geht um Spaß, es geht ums Mitmachen. Und ich glaube, das kriegen wir alle hin. Und auch wer weit vorne ist, kann ja noch viele Dinge falsch machen und wieder ganz hinten landen. Hihihihi. Genau. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Genau, wir haben witzige Fragen vorbereitet. Vielen Dank auch für die Einreichung. Es kamen doch von einigen Menschen Kategorien eingereicht. Ich glaube, ein oder zwei sind hier auch bei. Der Rest ist für die nächsten Jahre vorgemerkt. Heute haben wir dabei Logos, was auch immer sich dahinter verbirgt. Ich weiß nicht. Dann haben wir Remote Sensing. Remote Sensing. Ist das irgendwie auf dem Feld mit so Sensen? Akronyme klingt irgendwie, ist es griechisch? Akronym wahrscheinlich, ne? Ja, neben der Akropolis direkt. Ja, genau, ja. Dann Persönlichkeiten. Oh, multiple. Ja. Dann 3.1415926. Oder auch kurz Pi genannt. Ah, stimmt, richtig. Ja, mach mal einen Punkt, Dominik, mach mal einen Punkt. Mach mal einen Punkt. Genau, was sich dahinter verbirgt, wird sich dann gleich zeigen. Irgendwer muss gleich noch zufällig ausgelost werden, der oder die beginnen darf. Und dann darf sich eine Kategorie und eine Schwierigkeit ausgesucht werden. Und dann starten wir auch direkt ins Spiel. Buzzer sind bereit? Ich denke mal schon. Wunderbar. Dann würde ich sagen, der Zufall. Dominik, du bist der Zufall. Wer soll anfangen? Melanie. Okay, dann starten wir mal mit einer 100er. Logos. Logos für 100. Jetzt muss ich auch selber klicken. Ich dachte, ich gucke jetzt zu. Logos für 100 kommt. So, und wir haben Meldungen. Und zwar hat Hannes als Schnellster getippt. Also ich würde, nein, nicht ich natürlich. Nein, nicht. Was ist das Logo von OpenStreetMap? Korrekt, 100 Punkte für dich, Hannes. Und damit kannst du die nächste Kategorie auswählen. Logos 200. Mutiger Start. Und wieder ganz knapp Hannes vor Melanie. Verdammt. Was ist das Logo von PostGIS? Das ist auch richtig, der kleine Elefant. Sehr, sehr schön. Genau, Logos, das sind auch, glaube ich, die einfachsten, die wir heute hier haben. Also ihr könnt euch da so ein bisschen mit aufwärmen. Gut, dann nehme ich jetzt mal was Schweres. Remote Sensing 100. Remote Sensing für 100 kommt. Erstmalig in den 70er Jahren gestartet, revolutionierte diese Familie von Satelliten mit frei zugänglichen Bildern die Erdbeobachtung. Melanie hat schon gedrückt. Was ist Landsat? Was ist Landsat? Natürlich, absolut richtig. Sehr, sehr schön. Genau, da ging es irgendwann los mit freien öffentlich zugänglichen Daten. Hammer.
Dann kam schon der Atlanten raus und sowas. Und heute ist es irgendwie Standard geworden für uns alle. Sehr schön. Wo soll es weitergehen, Melanie? Machen wir mal Persönlichkeiten 300. 300. Mutig, mutig. Endlich mal hier. In die Fallen. Schauen wir mal, was dahinter ist. Dieser griechische Gelehrte sprach, gib mir einen Punkt, wo ich hintreten kann und ich bewege die Erde. Vielleicht war der auch an der Akropolis, ich weiß es gar nicht. Am Syrakus oder so. Hannes will was. So, Hannes. Ich weiß es nicht, aber ich sag einfach mal, wer war Aristoteles? Leider nein. Buzzer ist offen, wenn sie es drückt. Barbara. Ah, ja, wer war Galileo? Leider auch nicht. Oh, der war kein Grieche. Ist kein Grieche, glaube ich, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Da bin ich auch raus. Also die Akropolis ist, glaube ich, in Griechenland. Soweit komme ich noch mit. Leider falsch. Und damit führt Barbara mit negativen Punkten. Herzlichen Glückwunsch. So, der Buzzer ist wieder auf. Vielleicht kannst du mal einen Tipp geben, Hannes. Oh, ich einen Tipp. Also der hat auch irgendwie mal so eine goldene Krone in Wasser reingetan, um zu gucken, ob er irgendwie da sogar das Gewicht wiegen kann, das Gewicht messen kann. Mit Verdrängung im Wasser. Ah. Barbara! Ich darf nicht mehr, oder? Wer war Archimedes? Du kannst so oft drücken, wie du willst. So oft du willst. Geht halt nur 2 Minuspunkte. Dann wie sagen, wer war Archimedes? Richtig. Bitte. Und damit hast du wieder 0 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Ich dachte, er wäre Ägypter. Eine sehr gute Taktik. Ägypter? Ich weiß es nicht. Also laut Wikipedia glaube ich nicht. Wir vertrauen mal auf Hannes Quellen. Barbara, du darfst weitermachen. Da nehme ich mal Pi 100. Pi 100. 6371 Kilometer. Und Hannes meint, er weiß es. Boah, was ist der Radius der Erde? Wollen wir es gelten lassen? Ich glaube ja. Okay. Der mittlere Erdradius, genau. Bonusfrage, wenn der Globus 26 cm groß ist, was für einen Maßstab hat er dann? Eins zu einer Trilliarde. Ungefähr, ja. Gut, dann nehmen wir mal die nächste oder die letzte. Mach mal einen Punkt 100. Mach mal einen Punkt für 100. Was für ein Format ist das denn hier, wo ein Punkt so dargestellt wird? Melanie. GeoJSON? Was ist das Format GeoJSON? Der Tonfall ging aber ein bisschen hoch, das hätte auch noch gedeutet, glaube ich. Genau, Axel, richtig. Axel, du guckst, als wenn dein Buzzer nicht funktionieren würde. Ja, hat nicht funktioniert, genau. Aber jetzt bin ich wieder hoffentlich mit dabei. Oh, okay. Sehr gut. Noch hast du 0 Punkte, von 3 bist du nicht weit entfernt. Ist noch nicht negativ. GeoJSON ist natürlich richtig. Was darf sein? Nächste Kategorie. Nehmen wir mal Akronyme 200. Akronyme für 200. Finger an die Buzzer, die sind relativ einfach. Ja. Die ersten. Wofür steht denn UTM? Und Axels Buzzer funktioniert. Was ist Universal-Transversal Mercator-Projektion? Ja, Projektion muss nicht sein, aber der Rest aber ist wie aus dem Lehrbuch. Sehr schön. Ich muss mal gucken auf das Brett, was ich mir da so aussuche. Ich hätte gern Pi für 200. Pi für 200. 40.030 Kilometer. War eine gute Wahl, Axel. Das funktioniert. Das ist der mittlere Abstand zwischen Erde und Mond. Da hätten wir ein ziemliches Problem. Der Buzzer ist wieder auf. Hannes! Was ist der mittlere Umfang der Erde? Richtig. Einmal außenrum. Wenn der Mond so nah wäre, hätten wir, glaube ich, relativ wenig zu lachen. Ach, nur ein bisschen. Sehr schön. Was darf sein für dich?
Remote Sensing 200. Remote Sensing für 200. Durch eine Anordnung von Bill Clinton wurde diese Satellitenkonstellation am 2. Mai 2000 für zivile Navigation sehr attraktiv. Und Axel sagt, er weiß es. Was ist das Global Positioning Satellite System? Ja. Tip top. Warum war es vorher nicht so attraktiv? Weil es nur für die militärische Nutzung verfügbar war. Weil tierisch verrauscht, ne? Einfach ist. Man konnte es nutzen, aber es war halt nicht wirklich nutzbar. Lehrauftrag heute Abend. Es gibt Bildungsurlaub für die Foskis. Wir müssen so ein bisschen den Kontext mitliefern. Ja, Axel, du hast gut aufgeholt. Gib mir mal Persönlichkeiten 200. Persönlichkeiten für 200. In etwa 23.000 Kilometer Entfernung kreisen Satelliten, schon wieder Satelliten, eines nach ihm benannten Positionierungssystems um die Erde. Hannes. Wer ist Galileo? Galileo Galilei, absolut richtig. Okay. Ich habe das Gefühl, die Fragen sind zu leicht für euch. Ja, ich glaube, wir sind ganz Bereich. Schön gut. Meine Güte. Mhm. Dann gehen wir mal wieder zum Anfang, und zwar Logos 300, bitte. Ich fand es noch 500, 400 und die 300. Okay. Oh! Da rappelt's im Karton. Was ist das Logo von Graskis? Natürlich. Sehr schön. Damit bist du auf dem zweiten Platz schon wieder. Dann nehme ich mal Persönlichkeiten 400. Uiuiuiui, es geht in die höheren Kategorien. Persönlichkeiten für 400. Sein OSGeo für Windows Installationsprogramm ist die Grundlage für unzählige Foskis-Installationen auf der ganzen Welt. Wer macht diesen schicken Installer? Wer macht auch ganz gerne mal Kugels-Releases fertig? Wer sitzt denn im Norden, im Norden? ich weiß nicht, ob er gerne angelt. Da weißt du mehr als ich. Ich hab keine Ahnung. Witz über den Nachnamen. Ach so. Also sein Kürzel wäre Jeff. Dann geht die Frage, würde ich sagen, an das Publikum. Dann gucken wir mal. Oh, verdammt, ich hab den. Nee, schnell, Publikum, ihr müsst jetzt sofort es reinschreiben. Nee. Ach nee, geht ja gar nicht. Warte mal. Nee, ihr kriegt ja Sound und Bild gleichzeitig. Oh, ich hab's vermasselt. Schade. Zeitmaschine. Ich habe gerade Venue das geöffnet und wollte gucken, wer es schreibt. Aber es hätte fast Jeff, Jeff Bezos gesagt. Ja, Firmen hat auch schon Jeff geschrieben. Firmen, du kriegst für uns einen schönen Buchgutschein. Und die anderen müssten mal lernen zu schreiben. Also Jürgen Fischer ist es definitiv nicht. Schön, das üben wir nochmal, würde ich sagen. Hannes will lösen, das war aber noch offen. Ja. So, dann machen wir mal weiter. Der Zufallsgenerator ist wieder gefragt. Dominik. Der Zufallsgenerator wird das gefragt. Dann nehmen wir Hannes. Wo soll es weitergehen, Hannes? Akronyme 100. Akronyme für 100. Ihr könnt schon mal anfangen, Bild auf den Buzzer raufzuhauen. Machst du den Buzzer noch auf? Ja, sobald Hannes klickt. Klick. Respekt. Was ist die Abkürzung für Web Map Service? Das war 100%ig korrekt. Ich habe gehofft, dass du Web Mapping Service sagst und das falsch wäre, aber leider hast du recht gehabt. Sehr, sehr schön. Gut, dann machen wir mal was Schweres. Pi 400. Pi für 400. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. 1852 Meter. Wo trifft man die denn mal an? Ein Traum. Barbara. Wie hoch ist die Zugspitze? Nee. Schöne Idee fürs nächste Mal. Ja, die schreiben wir uns mal auf. Nicht weit weg, aber leider falsch. Ich glaube, die ist ein bisschen höher. Ein bisschen höher, oder? 2000 irgendwas. Ja, ah, stimmt. Genau, Wasser kann wieder aufgehen. Oh, Minuspunkte. Die Zugspitze hat übrigens eine Höhe von 2962 Metern. Ah. So ganz nebenbei. Wow. Alles. Nach welchem Höhenmodell? Nach welchem Datum?
Hannes. Da bin ich dran. Okay. Ja. Ja, schade. Wie lang, also ich schätze mal jetzt, ne? Wie lang ist eine nautische Meile? Hervorragend. Ich hätte gleich noch gesagt, hier, guck mal im Hintergrund bei mir. Da hängen die Seekarten. Genau richtig. Eine Seemeile. 1852 Meter. Ja, Leute, also Hannes führt hier ganz beträchtlich. Entweder müsst ihr ihn gerne mal hören, dass er Minuspunkte macht. Was Falsches. Na gut, nehmen wir mal Remote. Nee, mach mal einen Punkt 300. Mach mal einen Punkt für 300. Note, ID 1345, Lat Long, User ID, Visible, Version, Change Set, Timestamp. Das Ganze mit so eckigen Klammern irgendwie noch dran. Was ist die Frage? Tja. Das ist nicht die Frage. Ups. Was ist ein OSM Change Set? Wahrscheinlich auch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Lassen, tatsächlich. Aber Hannes führt schon so hoch. Ja, eigentlich es ist XML, weil das hilft. Ja, OSM XML. Das wird auch bei den Change Set, denke ich mal, genutzt werden. Sehr schön. Damit geht's weiter. Du kannst versuchen, bei Pi den Bingo zu schaffen, alle fünf. Okay, was ist Pi 300? Pi 300 kommt. 299 Millionen 700 und Hannes ist schon wieder der Erste. Was ist die Geschwindigkeit? Nee, was ist die Lichtgeschwindigkeit? Wie schnell ist die Lichtgeschwindigkeit? Wollen wir es noch ganz genau wissen? In Klar. Welchem Medium, in welchem Medium denn? Genau, im Vakuum wäre es das, aber das ist natürlich genau richtig. Ach so, ja, ich hätte, ja, klar. Ja, wahrscheinlich. Hervorragend, hervorragend. Na komm, dann poker ich jetzt mal und sag einfach mal Pi 500. Pi für 500, Finger an die Buzzer, wagt es ihr anderen. 149 Millionen 597.870,7 Kilometer. Das ist ganz schön lang. Ein bisschen. Jo, Axel. Jetzt hatte ich ja vorhin schon mich ganz schön verschätzt mit der Entfernung zum Mond, aber was ist eine astronomische Einheit? Axel, ich muss sagen, klopf dir mal auf die Schulter. Das ist absolut richtig. Genau, der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne. Ganz schön. Einmal das Bingo versaut, würde ich sagen. Das war das Ziel. Sehr, sehr schön. Ich hätte gerne Akronyme 400. Akronyme für 400. Schauen wir mal. PBF. Fuck, das letzte fehlt mir. Ich weiß es auch gar nicht. Ich muss selber spicken. Ah, das letzte ist super geil. Oh, Hannes, los. Was ist das Protocol Buffer Format? Leider. Nein. Fall wahrscheinlich. Daneben. Das ist schon ziemlich richtig, aber es ist falsch. Der Buzzer kann wieder auf. Der Buzzer ist auf. Das erste, wie sagt man das? Alles, was du jetzt sagst, wird dich verraten und dann machst du es wieder falsch. Firmen schlägt vor Proto-Buff-File. Finde ich auch nicht schlecht, ist aber auch falsch. Ist aber auch falsch, ich wollte gerade sagen. Genau, gesagt wurde Protocol Buffer Format. Das kommt doch alles in der richtigen Antwort vor, aber da kommt noch was weiteres bei vor. Für das B. Das ist ja so kein so ein XML. Das ist ja sowas also anderes. Das B steht nicht für Buffer. Mhm. Das ist der doofe Trick quasi. Und das P steht für Protocol Buffer. Ja, genau. Und das F? Das. Ach komm. Alles sagt es. Protocol Buffer Binär Format. Okay.
Mach mal komplett auf Englisch richtig und frag richtig. Binary. Ja, okay. Protocol Buffer Binary Format. Das ist keine Frage. Was ist das Protocol Buffer Binary Format? Ja, wollen wir das einfach so machen, dass keiner Punkt Abzug und keiner Punkt Gewinne bekommt? Ich finde auch. Das war Teamwork. Ich wäre sonst tot. Also ich habe 10.000 Abzug. Ja. Ich glaube, die geben wir nicht. Nee. Danke. Die kriegt niemand. Und ich würde sagen, warte, jetzt muss ich irgendwas drücken. Ich muss meinen drücken, mach es zurück und lösche sie raus. Genau. Und wir verlosen jetzt im Channel, würde ich sagen, einen Gutschein. Und zwar für den Ersten, der das Wort Foskes schreibt. Sehr gute Idee. Und zwar richtig geschrieben. Und zwar richtig, ja. Mal gucken, wer was haben will. Mhm. Oder wer am wenigsten Latenz hat. Das ist der wichtigste Punkt, glaube ich, ne? Letztes Mal hatten welche auf dem CCC-Stream benutzt, um schneller zu sein. Ja. Und da sehe ich den Luftikus ganz vorne mit dabei. Luftikus hat auch Fragen eingereicht, von daher freue ich mich sehr, dass er bei mir ist aber Marco Kaben vorher. Er hat gelesen, was er geschrieben hat. Ah! Das ja, schade, Marmelade. Ja, das können wir nicht gelten lassen. Gut, dass du es gesagt hast vorher noch mit richtig schreiben. Gut. Mhm. Aber ich glaube, es kommt noch ein paar Chancen. Weiter geht's. Du merkst dir das, Hannes, ne? Ja, ich schreibe gerade mal auf, sonst kann ich am Ende zu viele Dinge verschenken. Dann wird's wieder so wie letztes Jahr, meinst du? Ja. Zufall. Der Zufall wählt Barbara. Ah, okay. Dann nehme ich mal, mach mal einen Punkt 200. Dann mach mal einen Punkt. Point, Klammer auf, 10, Leerzeichen 20, Klammer zu. Hannes. Was ist das WKT-Format, Well-Known Text-Format? Absolut richtig. Sehr genau. Gut. Gleich wieder Punkte reingesammelt. Sehr schön. Du kannst einen schrägen, nee, gibt's auch keinen mehr. Du kannst unten die, nee, auch nicht die 400er. Akronyme 300. Akronyme für 300. OGC. Melanie. Open Geospatial Consortium. Das hast du jetzt mit Inbrust gesagt? Was ist die Abkürzung des Open Geospatial Consortium? Meine Güte. Ich habe einen Aussetzer vorher eben gehabt. Ich weiß gar nicht, was vorher war. Absolut richtig. Genau. Die OGC. Die unsere geliebte Standardorganisation. Genau, sehr schön. Womit darf es weitergehen? Machen wir direkt Akronyme 500. Akronyme für 500. GRASS. Eben noch das Logo gelöst. Das Publikum kann sich schon mal warm laufen, glaube ich. Weißt du es, Dominik? Ich weiß es, weil ich es ablesen kann. Ich muss gerade mein Zettel raussuchen. Ah, okay. So. Ich kann gar nicht spicken. Auf meinem Zettel ist es nicht drauf. Ich würde es versuchen mit Geospatial Raster Application. Stopp. Fang die Frage anders an. Wie ist die Abkürzung für die Geospatial Raster Application Software Suite? Ja, damals gab es, glaube ich, noch keine Software Suite, als sie das erfunden haben. Ah, ich habe es gefunden. Nee, ist leider falsch. Schade. Aber schöner Versuch. Auf jeden Fall. Sehr mutig, das auch einfach zu versuchen, finde ich richtig gut. Definitiv. Wasser kann wieder auf. Für die anderen, die jetzt schon wild an den Wassern hängen und denken, sie wollen es versuchen. Oder wollen wir es direkt dem Publikum geben, weil alle den Kopf geschüttelt haben? Ich glaube schon. Wir geben es dem Publikum. Genau, Publikum. Grass. Wofür steht's? So, er hat alle Zeit zu googeln im Publikum. Los. Mhm. Wir hatten das Logo vorhin schon. Und Grass, glaube ich, ist echt viel toller geworden, als es mal war. Ja, Christian Strobel, das sieht sehr gut aus. Und falls wir nachher noch einen Preis über haben, würde ich sagen, Jörg Thomsen kriegt noch eins für die witzigste Antwort. Wie heißt ein deutscher Literaturnobelpreisträger? Das ist sehr kreativ, muss ich sagen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Wäre ich so nicht drauf gekommen. Vielleicht sollten wir nächstes Jahr auch ein paar Scherzfragen einbauen. Ach, haben wir keine? Leider nicht. Könnte Jörg einbauen. Ja, machen wir dann nächstes Jahr. Der Zufall wählt nochmal Barbara aus. Ich weiß nicht, warum. Schade, sonst hätte Axel den Zufall nehmen können. Der war nämlich noch kein Zufall. Echt nicht? Aber Barbara ist minus 100. Ich habe so mitgefühlt. Ja. Dann nehme ich mal Logos 400. Logos 400. Fänge an die Buzzer. Was haben wir denn hier für ein Logo? Es wird halt nicht leichter. Wenn jetzt nochmal so ein OSM-Logo gekommen wäre, wäre ja ein bisschen langweilig. Es ist nichts von Mapbox. Also nichts, was Mapbox aktiv entwickelt. Ist aber auch Open Source. Ist noch relativ neu. So viel Zeug im Web und so. Hannes, willst du wissen? Du hast einige Hints gegeben. Was ist das Logo von MapLiebe? Das ist richtig, die Hints waren nämlich ernst gemeint. Genau, MapLiebe. Ne, quasi Mapbox GL Fork, der jetzt weg von Mapbox geht und das Ganze auch weiterentwickelt. Sehr richtig. Das war sehr richtig. Genau. Damit bist du wieder am Ball, Hannes. Wo muss das weitergehen? Remote Sensing, also wir spielen Tetris von unten. Remote Sensing 300. Remote Sensing 300. Die Reihe soll voll werden. Kommt. Für dieses europäische Projekt fliegen zwei Satelliten im Abstand von 200 Metern nebeneinander her und messen die Höhen per Radar. Axel. Welches? Nein. So, Sekunde. Nochmal konzentrieren. Für dieses europäische Projekt. Was ist Tandem SAR X? Ja, Tandem SAR X. Sehr absolut gut. Richtig. Wow. Und mal eben auf 1000 Punkte hoch, ne? Das lohnt sich. Jetzt kann ich ja die Hälfte gleich mal einsetzen und also mit dem mach mal einen Punkt, lief nicht so gut. Was haben wir denn noch? Wie wäre es mit Persönlichkeiten 100? Ich wollte es gerade vorschlagen, oder? Finger an die Buzzer, seid bereit? Endlich mal. Endlich mal Persönlichkeiten. Sie ist aktiv im Foskes e.V., seit 2010 ein OSGEO Charter Member. War 2017, 2018 im OSGEO Board of Directors. Hat 2018 den Soll-Katz Award bekommen. Und so weiter und so fort. Man könnte noch viel mehr über sie erzählen. Man kann nicht auf der Foskes sein, ohne sie gesehen zu haben, präsent zu haben. Und Hannes war eine halbe Sekunde vor Axel. Wer ist Astrid? Ende. Ich bin den vollen Namen, ja. Genau, wer ist Astrid Ende? Absolut richtig. Tja, Axel, wärst du zu spät, wa? Ja, ein paar Sekunden, eine halbe. Schade. Hannes, darfst du dir auch wählen? Ja, dann Hannes, mach doch mal einen Punkt. 400. Mach mal einen Punkt, Hannes. 400. Kommt. Die Fragezeichen, da steht normalerweise was drin, was halt die Antwort darstellen würde, dann würde ich das schon lesen. Da ist ein Point definiert. Also, ne, was von WKT. Das 200 machen können, ne? Ja. Da ist ein Punkt. 10, 20 sind die Koordinaten. Das Ganze ist ziemlich elaborativ hier beschrieben. Eine ID. Wo kennt man sowas her? Im öffentlichen Bereich. Hannes ist wieder mutig. Ja, verschiedene Ideen. Was ist GML? Da fange ich mal so an. Hättest du anders angefangen, jetzt hätte es mir getan. Genau, GML ist richtig. Im öffentlichen Bereich, da dachte ich, du meinst jetzt Inspire-Metadaten oder was? Aber... Oh Gott, kann auch sein. Wird ja auch darauf aufbauen, glaube ich, ne? Nee, so viel sind wir nicht. Ja, nächstes Jahr nehmen wir dann fast. X-Planung mit rein, dann könnt ihr alle mal gucken. Ja. Läuft gerade so gut, dann mach mal einen Punkt 500. Mach mal einen Punkt für 500. Ihr anderen seid nicht zu schüchtern, versucht's, haut auf die Buzzer. Man kann rankommen oder man kann einfach in die andere Richtung runtergehen, aber macht auch Spaß. Mach mal einen Punkt für 500, kommt. 01010000000244 000000344 000000 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
Also eine sehe ich direkt vor mir, Dominik. Ah. Wenn ich dich so ansehe. Das ist jetzt nicht nett unsere Gästen gegenüber. Axel! Wir hatten ja schon vorhin den well-known Text. Jetzt würde ich es mal mit well-known binary probieren wollen. Das würde ich so gelten lassen. Was ist well-known binary? Ja. Okay. Im Endeffekt wäre es extended well-known binary in Hex, aber das hast du natürlich auch gemeint. Genau, vollkommen richtig. Ja, well-known ist ja auch jedem bekannt eigentlich, ne? Das kennt man doch. Ist gut bekannt, ja. Ja, es wird wieder knapp. Ich nehme Logos 500, bitte. Logos für 500. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ich kannte es nicht, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Melanie. Wie ist das Logo der Youth Mappers? Alter Schwede. Wow. Was machen die? Kannst du das, also ich habe ein paar Notizen aufgeschrieben als Chips, aber jetzt brauche ich sie nicht mehr. Was machen das die? Das sind, glaube ich, vor allem Studenten oder Studierende, die sich mit humanitären Kartierungsprojekten in OpenStreetMap beschäftigen. Sehr, sehr cool. Ja, super Projekt. Das hat ordentlich Punkte gebracht. 500. Nice. Richtig gut. Du kannst noch locker gewinnen. Nee, gar nicht wahr. Hannes muss noch was Falsches machen. Ja, aber... Okay, was macht er denn am ehesten falsch? Persönlichkeiten 500. Persönlichkeiten für 500. Schon wieder Grass. Dieser weltbekannte Schauspieler erzählte 1987 The Grass Story. Ich habe vorhin schon zu Dominik gesagt, nächstes Jahr auf der Poskis, wo auch immer sie dann sein wird, in echt, machen wir Filmabend oder sowas und gucken den mal gemeinsam als Poskis Weiterbildung. Es ist wirklich ein Lehrfilm, der erklärt, was Grass so kann. Das ist ein ganz bekannter Schauspieler, den jeder von euch kennt. Ich kann mit Grass ja auch... Ich frage, ob er den Namen kennt. Aber ich denke. Ja. War der nicht auch als Sidekick in The Big Bang Theory? Weil das auch? Ja, nee. Wow, ich habe keine Ahnung. Ist egal. Ich will euch nicht verwirren. Wir hatten schon die astronomische Einheit vorhin. Also das wäre auch was, wo er relativ nah mit dran wäre. Nee, ich glaube, ich meine wen anders. Ich habe mich vertan. Kennst du die Antwort für die Frage? Ich ja. Firmen ist voll in Form. Firmen Kalberer ist voll in Form, schätze ich gerade. Der schreibt die Antworten schon, bevor wir fragen. Sehr gut. Wollen wir noch weitere Tipps geben? Ich glaube, da geht das Publikum, wa? Ja, eigentlich haben sie es ja schon beantwortet, das Publikum. Das aber dann finde ich, dann fragen wir nach der Name der Rolle, warum er so bekannt geworden ist. Mit vollem Zunamen. Ach so. Es geht um William Shatner. Der ja in Star Trek relativ groß war. Und wer kennt dann da den kompletten Namen von dem von der Person, die er dort verkörpert. Das ist jetzt so, jetzt müssen wir warten, bis die geschrieben haben. Ne? Nö, wir können auch weitermachen. Ach, nee, ich glaube, die Antwort steht auch nicht drin, oder? Nö, wir können schon hier, genau, William Shatner steht hier nur, dann können wir schon weiterspielen. Ja, guck, ich werde nachher mal rein. Das könnte kompliziert werden, da die richtige Antwort rauszulesen. Was habe ich getan? Gut, der Zufall darf durch Dominik ausgewählt werden. Na, dann nehmen wir jetzt mal Axel. Der durfte ja noch nie Zufall sein. Remote Sensing 500. Remote Sensing für 500. Und los geht's. Tom und Jerry rasten bei dieser Satellitenmission über Berg und Tal hintereinander her. Also wenn ihr das nicht wisst, ich mach das auch nicht. Ich auch nur über ehemalige Uni-Kollegen. Also Tom und Jerry sind zwei Satelliten, die fliegen so hintereinander her, um die Erde rum. Wenn dann so ein Berg kommt, dann muss Tom ganz langsam hoch und Jerry kommt näher. Und dann geht es wieder runter, dann ist der Abstand wieder größer und dann messen sie so ein bisschen was mit. Schwerefeld. Aktive Mission? Nicht mehr. Es gibt eine Nachfolgemission, die heißt FO, glaube ich. Die Follow-on-Mission. Der Bildungsauftrag wird hier groß geschrieben. Definitiv. Ist ja auch der Bildungsauftrag. Also das wird, glaube ich, nichts. Und ich glaube, wir bewahren noch ein paar Fragen für später auf fürs Publikum. Das heißt, hierfür gibt es auch keine Publikums-
Frage, wer es trotzdem weiß, klar, ihr könnt damit angeben, wenn ihr es wisst. Das wäre die GRACE-Mission, Vermessung des Schwerefeldes der Erde. Eigentlich mega spannend. Nachher mal nachlesen. So, es geht in die Endrunde. Remote Sensing für 400 haben wir noch über. Und ich würde sagen, dann müssen wir gar nicht lange fragen, da können wir direkt in die 400er reinspringen. Und sie kommt. Für die Datenerhebung in dieser Mission wurde ein 60 Meter langer Mast am Space Shuttle verwendet. Ich glaube, der Buzzer ist noch zu dominant. Entschuldigung. So, oh, da war er auf und die war was drin. Was ist die SRTM-Mission? Absolut richtig. Shuttle Radar Topography Mission. Wow. Das ist verdient. Habe ich im Referat mal falsch gesagt und mir wurde das, da hatte ich eine 6 bekommen, deswegen habe ich es mir eingebracht. Seitdem als ja. Tattoo auf dem Unterarm. Ich glaube, du musst bald ein Grass-Referat halten, finde ich. Ja. Oder Binary. Ja. Sehr schön. Damit ist das Scoreboard total kaputt gegangen, aber ich weiß es noch aus dem Kopf ungefähr. Ja, wir sind schon durch. Mann, ging das schnell. Wir hätten doch mehr Fragen vorbereiten können, fast. Hannes, herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Ihr wart zu gut. Ihr wart definitiv zu gut. Voll gelungen hier mit 2700 Punkten. Herzlichen Glückwunsch für den ersten Platz. Auf dem zweiten Platz der Axel. Dann haben wir die Melanie und von hinten gesehen die erste mit minus 100 Punkten, die Barbara. Vielen Dank fürs Mitspielen. Uns hat es tierisch Spaß gemacht, also mir zumindest. Ich glaube, euch auch, hoffe ich zumindest mal. Auf jeden Fall. Klar. Viel gelernt. Und das vor, wie viel sind wir jetzt? Was haben wir geguckt? Warte mal. Mal gucken, was die Zuschauerzahlen so sagen. Okay, das ist überschaubar. Das ist nicht so schlimm. Genau, der Bildungsauftrag ist erfüllt. Sehr schön, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu den Preisen. Und da kann der Hannes ja als erster sich mal einen Preis auswählen. Soll ich dir doch mal sagen, was es gibt, ja, oder weißt unbedingt. Du den noch auswendig? Also es gibt natürlich einmal den Lego Globus, es gibt einmal T-Shirt und Buchgefälle bekommen. T-Shirt kriegen alle, genau. Genau, also im Prinzip solltest du überlegen, Lego Globus oder Rucksack. Oder ein Taschenmesser. Also zwei Taschenmesser haben wir auch noch. Genau. Rucksack habe ich noch einen alten, Taschenmesser habe ich auch noch ein altes. Lego Globus habe ich, glaube ich, noch nicht. Und ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen, das wird gut passen. Jo. Sehr gut. Sehr schön. Dann nochmal Dank an die Bear Group für den schönen Logo, das ist spät. Globus, für den schönen Lego Globus. Ja, Glückwunsch. Machst du weiter, oder? Du kannst gerne weitermachen. Nö, alles gut. Ich wollte nur die Pause nutzen, weil Axel darf, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, als nächstes. Also Rucksack oder Taschenmesser. Also ist ein Schweizer Taschenmesser oder ein Schweizer Rucksack. Aha, ich kann es gar nicht sehen hier so richtig auf meinem Scoreboard, aber auf jeden Fall werde ich so ein kleines Messerchen nehmen. Sehr gerne. Genau, die Messer und der Rucksack kommen von Camp to Camp. Auch ganz herzlichen Dank an euch. Dann dürfen wir weitermachen mit Melanie. Leider nichts für an die Wand hängen dabei. Ja, schade, ne? Aber vielleicht finden wir eine andere Möglichkeit. Das T-Shirt. Das gibt's ja sowieso. Das kann man aber auch an die Wand hängen. Auf jeden Fall. Genau, was, also sind von dem Rucksack und Taschenmesser, sind da mehrere Sachen da, oder? Jetzt jeweils noch eins. Also ein Rucksack, ein Taschenmesser ist noch da. Dann würde ich auch gerne so ein Taschenmesser nehmen. Gerne. Ja, gut. Und Barbara, wenn du nichts dagegen hast, würden wir dir den Rucksack geben. Passt, perfekt. Der ist auch echt ziemlich cool. Ich glaube, wasserdicht und richtig, richtig resistent, also widerstandskräftig. Ziemlich cool. Also ein Schweizer Taschenmesser liegt hier schon vorhanden, also von daher. Dann passt das ja. Passt das. Sehr, sehr gut. Genau, der kriegt alle noch ein T-Shirt und einen Buchgutschein, wie gesagt. Mailt einfach mir später und sagt, hey, ich habe was gewonnen. Und dann regeln wir das. Sehr cool. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf die Danke-Folie. Natürlich wäre das Ganze nicht möglich gewesen ohne den lieben Dominik
Ohne die lieben, Hannes. Oh, danke, danke. Ohne die tollen Kandidatinnen und Kandidaten. Ja, nochmal ein dickes Dankeschön an euch, Axel, Barbara, Hannes und Melanie. Das hat super Spaß gemacht. Für die Preise großen Dank an Camp2Camp, an Foscus e.V., an O'Reilly und an die Rare Group. Und dann nochmal ganz großes Dankeschön an Katja, die dieses Jahr sich um Preise gekümmert hat, die einzuwerben. Sophie hat unterstützt beim Streamen, beim Testen vorher. Wie immer der Engel quasi im Hintergrund mit dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Aufgaben eingereicht haben Astrid, Jakob und Lars. Das Intro kam von Christopher R. Und die Sounds kamen aus dem Netz. Jetzt lauft noch nicht weg. Wir haben nämlich noch zwei Gutscheine für Bücher. Und wir haben noch so ein paar Fragen vorbereitet fürs Publikum. Ich gehe mal wieder zurück auf unsere schöne Ansicht, wo alle sichtbar sind, auch von den Teilnehmern. Jo, hast du noch im Kopf, Dominik? Ich sehe immer noch das kaputte Board. Muss ich woanders hin? Das ist okay. Nee, ihr seht jetzt nichts mehr von dem. Nee, du kannst auf der Bühne mitgucken, wenn du möchtest. Das ist die traurige Realität für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die sehen nur so einen hässlichen Screen, wo dann die Gesichter... einen schönen Screen, wo die Gesichter drauf sind. Ich wollte gerade sagen, also so schlimm sehen wir jetzt nicht aus. Was hast du denn heute hier? Das volle Haar ist weg, Dominik. Ja. Das war schon immer weg? Ja. Schon länger wahrscheinlich, ne? Schon länger. Ja. ja, also eine Frage weiß ich noch. Wofür steht AAA Trademark? Genau, das AAA. Trademark. Wofür steht das denn? Trademark, eingetragenes Markenzeichen. Also Publikum, wer es weiß, wer die erste Antwort schreibt, der kriegt noch einen schönen Buchgutschein. Und wenn das Publikum was geschrieben hat, dann fragen wir hier in der Runde nochmal, würde ich sagen. Gucken wir jetzt hier auch noch was. Mal ein bisschen warten. Mal gucken. Bonuspunkte gibt es für auch die korrekten Trademark-Zeichen in der Antwort. Und wer schon was gewonnen hat, zählt nicht wieder. Also ich sehe gerade eine zweite Person, die... Da haben wir noch einen. Wunderbar. Ja, das die ist Reihenfolge die müssen wir mal checken nachher. Ja, genau. American Automobile Association. Hättet ihr es gewusst? Runde an die Mitspielerin und Mitspieler. Mit dem Trademark war schon ein guter Hinweis. Ja, dann hau mal raus, Axel. Na, für die... ich muss die aber Akronyme nicht ausbuchstabieren, ne? Nein, um Gottes Willen. Wir haben AIKIS, ATKIS und AFIS. Richtig. Genau. Allgemeines Liegenschaftskatasterinformationssystem. Oh, amtliche topografische ist und das Festpunktding. Das Festpunktding, genau. Das automatisierte Fingerabdrucksystem oder so. Ja, Fingerinspektionssystem. Ja, irgendwie so. Ja. Gut, dann haben wir den. Alles am Arsch finde ich auch eine ganz gute Antwort. Das darf jeder selber entscheiden, was er davon denkt. 2022. Genau. Ich weiß die zweite allerdings nicht mehr. Ja, wir hätten noch so ein paar theoretisch. Wir hätten ein Datum, EPSG-Code oder so eine Datei. Ach ja, die Datei. Dann nehmen wir doch mal die Datei. Die ist vielleicht ein bisschen... Finde ich auch ganz witzig. Die Leute sich mal ein bisschen anstrengen. Welches File kommt denn selten allein? Betretenes Grinsen und betretenes Schweigen, alle wissen es. Da sehen wir auch schon Antworten. Jawohl. Was wäre es gewesen? Frage in die Runde. In die Kandidatinnen und Kandidaten. Shape? Jawohl, das Shape-Frage. Wie viele Dateien müssen es mindestens? Also was ist da alles bei? Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, was noch alles dabei sein könnte. Zu viel. Eine Projektionsdatei, eine Datenbankdatei. Dann noch so ein komischer Index irgendwie. Index, genau. Dann noch der Index von Kugels, dann noch eine andere Datei und, und so weiter und so fort. Schrecklich, schrecklich. Gibt auch, glaube ich, noch gefühlte 10 optionale Dateien. Also ich glaube, die können wir hier nicht alle aufzählen, dann ist der Abend um. Wir können eine eigene noch entwerfen dafür, die Punkt Jeopardy oder sowas. Oder die Attributtabelle so aus, nein, egal. Das ist dann die Schafe zählen und alle schlafen ein. Ja, genau. Gut,
Damit würde ich sagen, haben wir es, wa? Haben wir es. Du suchst dir die Gewinner raus, die schreibst du an. Genau. Danke nochmal, Hannes, fürs Organisieren. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Gleichfalls. Also, ach, irgendeinen Dummen zu seiner Seite hättest du schon gefunden, damit du gut aussiehst. War nicht so ein Dumm wie dich. Sorry, die Vorlage war zu gut. Ja, ich habe das schon verstanden. Ich merke ja, das. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bis nächstes Jahr. Alle sehen wir uns in echt wieder. Ich werde das OBS hier löschen, den Jeopardy-Kram löschen, damit wir gar nicht die Chance haben, nochmal online zu spielen. Ich habe das vorhin Fehler, das noch drauf zu lassen. Also nächstes Jahr, wo auch immer es hingeht, wird bestimmt schön dort. Das werden wir sehen. Schönen Abend. Ich gehört am Freitag vielleicht. Ich freue mich auf ein paar Länderumrisse und Bundesländerumrisse. Ja, bitte. Ja, reicht Kategorien ein. Ganz wichtig. Genau. Man darf auch noch mal mitmachen, wenn man schon mal mitgemacht hat, habe ich gehört. Und ich glaube, in echt machen wir auch mehr als eine Runde bestimmt. Ja, ich habe dies jetzt alle abgelehnt, die schon mal dabei waren, zur Trauer von, ich glaube, zwei tatsächlich. Ja. Genau, wir gucken dann mal. Kriegen wir hin. Gut. Danke fürs Mitmachen. Danke für euch. Schönen Abend euch noch. Schönen Abend euch. Tschüss. Ciao.